einen weiteren Brief an den vertrauten Karl Hesselschwerdt haben wir hier. Er schreibt da: Lieber Karl, schreibe Max Walter, dass ich jetzt nicht dazu komme, ihn zu sehen, dass mir aber daran liegt, dass es sich baldigst neu fotografieren lässt. Hoffentlich kommt Schmalholz bald zurück. Suche hier gleichfalls nach einem Bewussten. Sei dabei aber recht vorsichtig. Viele Grüße, Ludwig. Verbrenne dieses Blatt. Wer der Max Walter ist, habe ich leider nicht rausgekriegt. Aber man weiß zum Beispiel aus seinem Tagebuch, dass er schon als ganz junger Mann immer wieder nach hübschen Männern, vor allem Männern mit Bärten, Ausschau gehalten hat, die bestimmte Szenen darstellen sollten aus Schillers Theaterstücken oder eben auch aus Wagners Opern. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo er schreibt, dass er diesen Mann gerne hätte, dass der den Siegfried darstellt. Von dem Schmalholz, der in dem Brief erwähnt wird, wissen wir, dass er in Paris, in Rudolstadt, in Weimar, in Brüssel, in Linz, ja sogar in Neapel nach schönen, bärtigen Männern Ausschau halten sollte und diese fotografieren sollte. Diese Briefe, die auch den Karl Hesselschwerdt belasten, hat der Karl Hesselschwerdt nicht herausgegeben bei der Entmündigungskommission. Aber nach dem Tod des Königs hat der Graf Hollenstein so sehr Druck ausgeübt auf Karl Hesselschwerdt, dass er auch die ihn belastenden Briefe herausgegeben hat. Und als dann der Graf Hollenstein 1895 gestorben ist, dann sind diese Briefe verschwunden und man weiß über die weitere Entwicklung der Briefe nichts. Und sie sind dann erst vor, ich glaube, 20 Jahren aufgetaucht in dem Auktionshaus in München, Hartung und Hartung, und sind dort versteigert worden. Welch hoher Anblick macht mein Herz erglüht, so viel der Helden tapfer, deutsch und weise. Ein stolzer Eichwald, herrlich frisch und grün, und Halt und Tugendsam erblick ich